Unser nächster Referent ist auch schon in der Leitung. Es ist Stefan Fröhlich von WH Self Invest. Stefan, ich sehe dich auch schon. Ja, da bist du. Grüß dich. Da bin ich schon. Hallo. Ein fließender und fliegender Übergang. Schön, dich zu sehen. Woher bist du zugeschaltet? Ich bin in der Nähe von Berlin zu Hause, hier aus meinem Homeoffice. Und auch nochmal schöne Grüße an Bürger. Er hat bestimmt wieder Hervorragendes geleistet. Ja, ja, wunderbar. Er sieht es noch und winkt auch. Dann super. Vielen Dank, Stefan. Ja, dann von Berlin nach ein bisschen außerhalb von Berlin schon mal schöne Grüße. Schön, dass du mit dabei bist. Dein Thema mit Markteffekten zur Rendite. Ich will dir auch gar nicht so viel Zeit wegnehmen, aber vielleicht kannst du in ein, zwei Sätzen anteasern, was erwartet die Zuschauer? Ja, Markteffekte ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ist ja verknüpft mit Kalendereffekten oder Saisonalitäten. Also ich werde mal so ein bisschen durch die verschiedenen Möglichkeiten gehen, durch die verschiedenen Effekte, die es da gibt. Und wir haben da einiges ausgetestet und auch live getradet in den letzten fast 2 Jahren, kann man sagen. Und die Ergebnisse will ich einfach mal vorstellen und die Leute mal so ein bisschen dafür begeistern, dass man praktisch, wenn man es ganz einfach macht, zur richtigen Zeit im richtigen Markt ist und dann auch das konsequent macht, zu einem bestimmten Zeitpunkt einsteigt, zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder aussteigt, dass man dann tatsächlich fantastische Renditen erzielen kann, die auch wissenschaftlich belegt sind. Also es wird spannend auf jeden Fall. Sehr schön, ich werde sehr genau zuhören. Ich habe Mittagessen bestellt, das kommt gleich und nebenbei werde ich dann sehr genau hinhören. Okay. Super. Ja, so langsam knurrt der Magen schon. Also Stefan, the stage is yours und liebe Zuschauer, Fragen am Ende, dann können wir die gebündelt an den Stefan stellen. Ich freue mich auf deinen Vortrag und leg einfach los. Ich lege einfach mal los, genau. Am Anfang wie immer der Risikohinweis. Also erstmal auch nochmal in die Runde hier. Schönen guten Tag. Freue mich, dass Sie alle dabei sind bei der World of Trading in der Online-Version. Ja noch. Wir hoffen ja, dass das auch mal bald wieder offline geht. Ja, also es geht jetzt um den Risikohinweis noch ganz kurz vorweg. Es geht hier eben um Markteffekte und alles, was ich Ihnen heute erzähle, hat rein informativen Charakter. Und was jetzt da im zweiten Absatz zu lesen ist, das ist schon sehr interessant und so ein bisschen sensationell eigentlich. Ich mache das mal auf Vollbild, dass man das auch richtig sieht. Und zwar steht da, CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Und jetzt kommt's. 24% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Und Sie sollten sich überlegen und weiter. Also hier steht, Sie befinden sich, okay. Eigentlich nicht, aber warte mal, ich stopp nochmal. So, ach so, alles klar. Okay, ja, das ist mit Zoom. Alles klar, jetzt müsste das sehen. Okay. So, ich mache einfach mal weiter, weil es müsste jetzt eigentlich ins Voll mitkommen. Also wie gesagt, 24, jetzt ist es da. 24% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel. Da war ich stehen geblieben und sie sollten sich überlegen und so weiter und so fort. Ich mache jetzt nicht den ganzen Risikohinweis, aber 24% ist eine wahnsinnig niedrige Zahl. Normal ist bei vielen Anbietern in diesem Bereich zwischen 70 und sogar 80%, kommt immer so ein bisschen drauf an. Und wir sind hier mit 24% richtig, richtig gut. Das zeigt also, wie stark dieses ganze Konzept ist. Und damit herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Wie reagiert das hier? So, mit Markteffekten zur Rendite. Und da freue ich mich jetzt sehr drauf, Ihnen das mal präsentieren zu können, wie man mit solchen Markteffekten solche Ergebnisse erzielt und vor allen Dingen Überrenditen schafft, die ja im Bereich von hohen zweistelligen Renditen tatsächlich pro Jahr liegen. Was sind Markteffekte? Ja? Besonderheiten der Markteffekte sind, dass sie regelmäßig wiederkehrende Muster darstellen, dass sie an Finanz- und Rohstoffmärkten auftreten und dass sie auf unterschiedlichen Zeitebenen auch erscheinen und dass sie eben eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, das Muster zu erzeugen, was sie eigentlich erzeugen sollen. Also sprich Gewinne zu erwirtschaften und dass wir hier eben eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, durch entsprechende Trades Gewinne zu erzielen.
Und da gibt es verschiedenste Effekte. Wir haben hier mal vier rausgesucht. Man sieht ja auch oben das Logo von Investui. Und Investui hat viel mit diesen Markteffekten zu tun. Das ist sozusagen die Umsetzung dessen, was ich hier heute erzähle. Ja, und wir sehen hier unten haben wir schon mal so ein paar Profit- und Loss-Profile, also Gewinn- und Verlustprofile von einzelnen Strategien und einzelnen Trades. Und genau diese vier Markteffekte, die man hier sieht, den Turnaround Tuesday, der mit dem DAX umgesetzt wird, der Friday Gold Rush, der mit Gold umgesetzt wird, der Pound Shorter, der mit dem Pfund US-Dollar Währungspaar umgesetzt wird und der End of Month, der mit dem S&P 500, entweder in der CFD-Variante oder dem Mini-S&P Future umgesetzt wird. Das sind die vier Effekte, die wir hier haben bei Investui und die wir tatsächlich handeln. Aber es gibt noch wesentlich mehr. Und da habe ich mal so Beispiele für diese Sachen, die es da so gibt, für die Effekte. Da gibt es zum Beispiel, steht ja jetzt bald wieder an, den Halloween-Effekt. 1. November bis 30. April ist der, also ist etwas länger als Halloween. Dann haben wir den Januar-Effekt vom 1. bis 31. Januar. Dann den Monatswechseleffekt oder End of Month, wie wir ihn immer so schön nennen, letzter Handelstag des Monats bis 4. Handelstag des Folgemonats. Da gibt es verschiedene Varianten von. Also es geht auf jeden Fall darum, in Aktien investiert zu sein, um den Monatsultimo praktisch mit innerhalb der letzten Handelstage des laufenden Monats, um dann diese Position mit in die ersten Handelstage des Folgemonats zu nehmen. Das ist so mal grob das Konzept. Da gibt es den Wochenendeffekt. Jeder Handelstag am Freitag und es gibt den Feiertagseffekt. Das sind jeder Handelstag vor 10 festgelegten US-Feiertagen. Da gibt es auch tatsächlich immer wieder regelmäßige Muster, dass sich die US-Märkte nach einem ganz bestimmten Muster auch entwickeln. Und hier haben wir nochmal die Performance mal von solchen Strategien sehr, sehr langfristig mal dargestellt. Ist jetzt nicht mehr sonderlich aktuell, weil das die Quelle ist eine Studie von Herrn Swinkels. Und das war 2011 ist die rausgekommen. Deshalb also der Erhebungszeitraum hier von 1963 bis 2008. Die Studie nennt sich Anatomy of Calendar Effects und er ist an der Erasmus School of Economics und hat das dort veröffentlicht. Aber wir sehen hier eben diese verschiedenen Effekte, die ich gerade beschrieben habe, mal in einer Performance-Kurve in diesem Zeitraum. Und man sieht also, die verdienen alle Geld, aber der eine eben ja, stetiger und langsamer nach oben gehend und die anderen Strategien teilweise auch hier zum Beispiel sehr volatil, ne? Diese S&P 500-Strategie ist dann doch ganz schön, ja, hat jemand einen heftigen Drawdown, dann geht es wieder massiv nach oben, dann gibt es einen heftigen Drawdown. Na, also man sieht schon, da muss man auch ein bisschen Nerven mitbringen, um sowas hier tatsächlich durchzuhalten. Also das ist immer das, was man oft beobachtet, dass die verschiedensten Strategien sehr unterschiedlich auch von der Anfälligkeit in der Entwicklung der Kurve ist und auch von der Volatilität. Und das gilt es eben ein wenig zu glätten und ein wenig ertragreicher zu machen und im wahrsten Sinne des Wortes auch die Nerven zu schonen. Und das schafft man eben, indem man die berühmte Diversifikation ins Spiel holt, dass man diese verschiedenen Effekte miteinander kombiniert und dann die Kombination dessen handelt. Das ist ja immer das Geheimnis, wenn man stetig steigende Equity-Kurven erzielen will, dass man dann auf so einen Portfolio-Effekt setzt. Da werde ich aber morgen, habe ich zur gleichen Zeit von 12 bis 13 Uhr noch einen weiteren Vortrag zum Thema Effizienz im Future-Trading und effizientes Risikomanagement mit Futures. Und da werde ich auch nochmal auf diesen Diversifikationseffekt dann genauer eingehen. Also, wenn ihr wollt, gerne dabei sein. Hier habe ich mal die Übersicht von verschiedensten Märkten, wie sie performen nach dem jeweiligen Wochentag. Das ist auch immer eine sehr interessante Betrachtungsweise. Es gibt ja auch viele, viele Tools am Markt, die es ermöglichen, sowas auch mal auszuwerten, dass man also bestimmte Muster entdeckt bei Einzelaktien, bei Indizes, bei Rohstoffen und bei Forex-Märkten. Und hier mal stellvertretend dafür eben Apple über die letzten 10 Jahre. Wir haben hier Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag und wir sehen eben am Montag performt die Apple-Aktie am besten. Es ist also sehr, sehr gut, am Montag mal auf steigende Apple-Aktien zu setzen, weil sie durchschnittlich hier am stärksten steigt. Der Dienstag ist dann schon nicht mehr so toll und der Mittwoch, Donnerstag und Freitag
zeigen hier sogar über diese 10 Jahre im Schnitt negative Ergebnisse an, sodass es also nicht sehr ratsam ist, zum Wochenende in Apple investiert zu sein. Es ist mal interessant auch für Leute, die eben Daytrading machen und kurzfristige Positionen handeln wollen, dass man sowas einfach mal kennt und einfach mal weiß, wo da Abhängigkeiten bestehen, sodass man dann auch abschätzen kann, wie die Kursentwicklung an dem jeweiligen Tag dann vonstatten gehen kann. Und wenn man das kombiniert mit entsprechenden Indikatoren, ist das sicherlich auch eine tolle Sache. Microsoft über 10 Jahre, völlig anderes Muster. Ne? Montag auch der stärkste Tag, es ist ja auch Technologieaktie, aber Montag der stärkste Tag. Dienstag immer noch gut, Mittwoch immer noch gut, Donnerstag immer noch gut, also annähernd gleich die 3 Tage. Und der Freitag ist dann derjenige Tag, der dann negativ wird, wo die Microsoft-Aktie also nicht mehr so gut performt. Also schon immer spannend, wenn man sowas sieht, dass sowas tatsächlich beständig über so einen langen Zeitraum auftritt. Gold. Wir hatten ja eben was vom Friday Gold Rush gehört. Ja? Die Performance von Gold über 10 Jahre sehen wir hier. Montag eher schlecht, ist auch der schlechteste Tag von den Wochentagen her. Dienstag dann plus minus null, kann man fast sagen. Mittwoch wieder eher negativ. Donnerstag fängt es dann an, sich so langsam mal zu erholen. Und am Freitag ist dann der absolut stärkste Tag für Gold. Und das ist auch einer der Effekte, die wir zum Beispiel bei Investree traden regelmäßig. Das ist der Friday Gold Rush, so heißt er. Also die Idee ist tatsächlich, freitags Gold zu haben und darauf zu setzen, dass der Goldpreis steigt. Also es geht tatsächlich um Long-Positionen. Man kauft dann am Donnerstagabend Gold, entweder über ein CFD oder über den Future und hält ihn den ganzen Freitag an. Das heißt, die Position ist jetzt auch schon offen. Und man kann also den Gold Rush jetzt auch auf der Webseite sogar sehen. Wir können ja nachher nochmal schauen, wenn wir ein bisschen Zeit noch übrig haben, dass ich dann mal auf die Webseite gehe und das Ergebnis nochmal zeige, wie es da beim aktuellen Trade aussieht. Aber hier ist die Wahrscheinlichkeit tatsächlich sehr groß, dass es am Freitag steigt. Und für den DAX, ne, das ist ja der für den FDAX, um genau zu sein, den DAX Future, den großen DAX Future bei 10 Jahre. Das ist ja besonders interessant für alle, die ihm gerne den DAX handeln. Und ja, er ist nun mal das deutschen liebstes Kind sozusagen für alle Trader. Ist der DAX aber sehr beliebt, was das Handeln angeht, sowohl beim CFD als auch beim Future, als auch mit anderen Derivaten. Und so haben wir hier also auch ein Muster. Montag ein starker Beginn zwar, also im Plus, aber nicht ganz so stark wie am Dienstag. Dienstag ist im DAX mal der beste Tag nach dieser Regel und am Mittwoch geht es dann auch noch schön nach oben. Der Donnerstag ist dann nicht mehr ganz so gut und der Freitag, ja, der ist dann fast auf Montagsniveau. Was man also sagen könnte, ja, wenn man jetzt ganz dreist ist, dann handelt man Montag, Dienstag und Mittwoch und eigentlich Donnerstag und Freitag können wir dann weglassen und ins Wochenende gehen. So könnte man es machen oder einfach nur den Donnerstag weglassen. Also da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, wie man mit so einem Muster umgeht. Und auch hier sehen wir die Bestätigung dessen, was wir in Investui umsetzen über den sogenannten Turnaround Tuesday, dass wir praktisch am Montag den DAX kaufen. Das ist aber ein Signal, was nicht jede Woche regelmäßig passiert. Das ist zum Beispiel beim Friday Gold Rush der Fall. Da wird regelmäßig jeden Freitag, jeden Donnerstagabend gekauft und Freitag gehalten. Hier beim DAX-System, beim DAX-Effekt ist es so, dass bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Und zwar, dass der DAX eher negativ unterwegs ist, im Sinne, dass er unter einem gleitenden Durchschnitt notiert. Und wenn das der Fall ist, dann geht es zum Zetra-Schluss am Montag in den Markt. Den ganzen Dienstag wird die Position gehalten und am Mittwochmorgen um 9 Uhr, Punkt 9 Uhr, wird dann diese Position wieder geschlossen. Und das ist dann ein Effekt, der auch wissenschaftlich bewiesen ist sozusagen und der eben auch immer wieder aufs Neue funktioniert. Und das werden wir auch gleich sehen, wie toll der funktioniert. Hier sehen wir jetzt nochmal diese 4 Strategien, die bei Investui umgesetzt werden. Wir sehen hier die verschiedensten Linien, also ähnlich wie wir es eben schon im Chart gesehen haben. Das stellt den Bruttogewinn der einzelnen 4 Strategien dar. Und zwar Basis ist jeweils ein Futures-Kontrakt. Und da sehen wir auch schon, dass der Turnaround Tuesday, das ist nämlich diese hellblaue Linie hier, mit dem End-of-Month-Effekt das beste System derzeit ist, was es gibt, also am besten performt, ja, dass der End-of-Month-Effekt sogar noch ein bisschen besser als der Turnaround Tuesday. Und wenn man das auch sieht,
wie schön und stetig diese Kurve hier ansteigt, ohne jetzt allzu viel volatil zu sein. Und ja, starke Drawdowns gibt es ja eigentlich so gut wie gar nicht. Das ist jetzt der Zeitraum von Juli 2009 bis Mitte 2021, den wir hier dargestellt haben. Da sieht man das eben sehr, sehr schön, wie das wirklich funktioniert. Und man sieht eben auch Phasen hier, ne, wo die Kurve sich gar nicht bewegt. Das sind dann die Phasen, wo es einfach keine Signale gab und wo es dann auch nicht gehandelt wurde. Wie gesagt, der wird nicht jede Woche gehandelt. Ja, dann haben wir noch, also diesen Kalendereffekt, Monatsende hatten wir ja schon besprochen. Den Friday Gold Rush hatte ich eben auch schon erklärt, aber im Vergleich jetzt zu diesem End of Month und auch zu dem Turnaround Tuesday sieht man, der Friday Gold Rush, ach hier, ne, fette Abwärtsbewegung, also er ist schon sehr, sehr zappelig. Und den alleine zu handeln, da muss man tatsächlich gute Nerven mitbringen, denn man sieht schon, dass er doch recht volatil ist und auch viele Drawdowns drin hat und das mal gut geht und mal eben nicht so gut geht, während eben beim Turnaround Tuesday, da kann man, glaube ich, sehr gelassen dem Ganzen dann zuschauen. Wie gesagt, um das Ganze jetzt zu glätten, also wir haben hier noch den vierten, den Pound Shorter. Das ist ein System, was, wie gesagt, auf Pfund US-Dollar, auf dem Währungspaar Pfund US-Dollar umgesetzt wird. Und das ist ein ganz simples System. Es geht immer Dienstag früh Short im Pfund US-Dollar-Paar und mittags wird es dann wieder glattgestellt, um 14 Uhr genau. Also das ist etwas für die, die am Dienstagvormittag mal einfach traden wollen und dann wird einfach nur stur geschortet und das Ganze durchgehalten. Und das ist schon spannend, dass in den paar Stunden an einem Dienstag, und wenn man das jede Woche macht, auch hier wird es wieder jede Woche umgesetzt, dann doch so eine Kurve rauskommt. Das ist immer wieder faszinierend und das ist das, was mich auch so fasziniert an dem Ganzen, dass das so wunderbar klappt. So. Ich hatte ja schon gesagt, um die Sache etwas zu glätten und um es stetiger zu machen, sollte man den Portfolio-Effekt nutzen. Und das ist jetzt genau das, was hier passiert. Diese Kurve stellt jetzt dar, aus diesen vier Strategien, die Teamleistung dieser vier Effekte. Und man sieht es eben sehr schön, wie sich doch eine Kurve dann glätten kann, wenn sie aus diesen verschiedenen Effekten einfach zusammengesetzt wird und man den Gesamteffekt betrachtet. Das ist also die gesamte Entwicklung, die Wertentwicklung von vier Kalendereffekten, wenn man sie stetig handelt und jedes Signal tatsächlich auch umsetzt. Und das ist eben das, worauf es ankommt. Viele Trader, weiß ich jetzt schon, werden sagen, ach, so schwer kann das doch nicht sein. Ich weiß doch, da muss ich rein, da muss ich raus. Kann ich selber überwachen, kann ich selber klicken, kann ich selber machen. Ja, die Umsetzung in der Praxis ist das, wo es dann tatsächlich am Ende scheitert, wo dann viele den Fehler machen, mal ein Signal nicht umzusetzen oder auch ein Signal verpassen, weil sie einfach nicht mehr dran denken, weil man eben im Alltag irgendwie gefangen ist und das völlig vergisst, dass man ja eigentlich traden wollte, den Kalendereffekt traden wollte. Und dann werden diese Ergebnisse einfach nicht erzielt. Ja, das ist auch unsere Erfahrung, die wir mit unseren Kunden gemacht haben. Also zu sagen, ja, das ist einfach, das setze ich jetzt einfach mal um, ist in der Praxis nachher tatsächlich gar nicht mehr so einfach. Und deswegen haben wir uns da nämlich zwei Möglichkeiten ausgedacht, wie man das Ganze umsetzen kann. Ich nehme es jetzt mal schon vorweg, nachher werde ich es nochmal zusammenfassen. Und zwar gibt es einmal die Möglichkeit, eine E-Mail zu bekommen, wenn ein Signal ansteht. Ja, also zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Turnaround Tuesday haben, gibt es dann montags um 17.30 Uhr die E-Mail. Da ist dann ein Link enthalten. Und in diesen Link klicke ich einfach drauf und wir von WH Self Invest setzen dann in Ihrem Konto den Trade komplett um. Das heißt also, wir handeln dann komplett Ein- und Ausstieg. Einmal geklickt und man braucht sich dann um nichts mehr kümmern. Das ist sozusagen Set and Forget. Und das zweite, die zweite Möglichkeit ist dann die Vermögensverwaltung, dass man uns das Mandat geben kann und wir setzen dann stur tatsächlich jedes Signal um. So dass man also auch dieses Ergebnis tatsächlich in der Praxis erzielt, indem es kontinuierlich umgesetzt wird, ohne da irgendwas zu verändern, ohne ein Signal auszulassen. Es muss stets und ständig umgesetzt werden, damit man eben die Ergebnisse, die ja hier nachgewiesenermaßen in der Vergangenheit so aufgetreten sind,
dann tatsächlich auch in seinem eigenen Konto wiederfindet, weil sonst macht das keinen Sinn. Und das gilt ja für jede Handelssystematik. Das gilt ja nicht nur für die Kalendereffekte. Das ist etwas, was man immer wieder feststellt, wenn es heißt, ich will systematisch mit einem Handelssystem, vielleicht sogar auch automatisiert handeln, dann muss ich einfach jedes Signal auch konsequent umsetzen, weil sonst kann ich das, was ich in der Vergangenheit mit diesem System erzielt habe, einfach nicht erzielen. Das ist einfach so. So, hier sehen wir mal den S&P 500, Wertentwicklung von 1992 bis heute. Glücklicherweise ein stark ansteigender Markt. Der Aktienmarkt macht uns also seitdem tatsächlich viel Freude. Und nicht nur das, in den letzten fast 100 Jahren, 150 Jahren kann man sagen, ist die Aktie das oder der Markt, der die besten Renditeentwicklungen hat, der sich stets und ständig nach oben entwickelt und der die größten Profite einfach einbringt. Ja, das ist mal Fakt und das sehen wir hier eben auch sehr schön am S&P. Natürlich gibt es auch mal Phasen, so wie diese hier in 2000 bis 2003, wissen wir alle, das war das Platzen, wie es so schön heißt, der Internetblase, ne, also wo es dann mal richtig nach unten ging. Dann wieder die Erholung auf dem gleichen Niveau, dann nochmal die heftige Korrektur, Finanzkrise 2008 ist da das Stichwort, dann geht's rauf, 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 die dicke, fette Hose von dem Ende der Finanzkrise 2009 eben bis 2020, Corona-Effekt kurz und knackig abgehandelt und dann geht's eben wieder nach oben mit neuen Höchstständen. Was machen wir daraus? Wenn wir das nochmal sehen hier beim S&P, dann wäre es doch clever, wenn wir die Phasen rausnehmen würden und umsetzen würden, wo die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass der Markt immer steigt, vom Kalendereffekt her betrachtet. Und das ist eben dieser Monatsendeeffekt. Und der ist wirklich bärenstark und auch sehr, sehr stabil. Ist der stabilste Effekt, weil er auch tatsächlich die letzten 100 Jahre konsequent funktioniert hat. Und was hatten wir da? Da hatten wir alles Mögliche drin, also nicht nur Wirtschaftskrisen, da gab es Auseinandersetzungen, Kriege, es gab alles Mögliche. Und insofern, wenn das über so lange Zeit funktioniert, dann hat das einfach auch seine Daseinsberechtigung. Das Timing ist relativ einfach, so setzen wir es um. Viertletzter Handelstag im Monat wird der Einstieg um 8 Uhr per E-Mail-Alarm verkündet. Und dann wird die Position bis zum 5. Handelstag des neuen Monats eben auch gehandelt. Und zwar geht es dann um 9 Uhr direkt zum Start in den deutschen Handel, sozusagen den deutschen Aktienhandel, dann auch wieder raus. Umgesetzt wird das Ganze ja, wie gesagt, mit dem S&P. Die Frequenz ist einmal monatlich, also es wird jeden Monat diese Sache umgesetzt. Und wenn hier steht bis 15 Uhr und man sieht hier dieses Klicken, dann sehen Sie auch, dass Sie bis dahin Zeit haben, da ist das Zeitfenster, diesen Klick auch zu vollziehen, um dann auch den Trade zu machen. Wenn Sie das ein bisschen später machen, aufgrund der Länge des Trades, ist das auch nicht weiter tragisch. Sie haben nämlich den gleichen Einstiegspreis wie eben früh um 8, aber Sie sind dann immer noch im Markt dabei und können an diesem Effekt partizipieren. Auf der Webseite gibt es einen Kalender, wo man immer wieder nachschauen kann für den laufenden Monat, wann eine Strategie umgesetzt wird. Also wir haben hier eben Turnaround Tuesday, Pound Shorter, Friday Gold Rush, End of Month und man sieht dann eben die passenden Farben im Kalender, sodass man sehen kann, wann geht es denn los, wann steht die Umsetzung an. Hier sehen wir nochmal die Kurve seit 2009. Das sind die Ergebnisse unseres Tests. Wir haben den Monatsende-Effekt auch gebacktestet, bevor er dann live gehandelt wurde. Der Handel startete dann Ende 2019, 2018, also hier so in dem Bereich, ging das los mit dem Live-Handel und dann Investui an sich ist in 2019 dann gestartet und da ging es dann, haben wir dann gleich diesen kleinen Effekt hier gehabt, da werde ich auch gleich noch näher drauf eingehen, eben das Runtergehen im Februar, den Abwärtstrend Corona-bedingt und dann aber auch die schnelle Erholung, also daran sieht man eben auch, wenn es mal wirklich heftig nach unten geht, so wie in diesem Falle,
und das war statistisch gesehen ein absolutes Phänomen, werde ich auch, wie gesagt, gleich nochmal erklären, dann ist die Erholung danach einfach phänomenal und vor allen Dingen auch in einer Geschwindigkeit, wenn man das hier mal sieht, 13, 14, 15, wo es dann eher mal fast sogar seitwärts geht, dann ist das hier schon eine Geschwindigkeit, die seinesgleichen sucht. Ja. Also eine Strategie mit einer konstanten Rendite seit 100 Jahren, hatte ich schon erwähnt und ist also statistisch und ökonomisch absolut signifikant. Das Schöne daran ist, dass man durch dieses Eingrenzen der Position, also mit dem man dann im Risiko ist, weil es nur zu einer bestimmten Zeit stattfindet, dieser Trade, dass man eben nur 36% der gesamten Zeit in einer Position ist, also sich in einer Position befindet und damit sein Geld praktisch den Märkten ausliefert, sozusagen, also im Risiko ist. Ja, und das im Vergleich zu einem Next Tracker, wo man jetzt Tag ein, Tag aus im Markt ist, ist das also auch schon mal ein wesentliches Merkmal zur Risikoreduktion, dass ich eben so wenig Zeit wie möglich in einer Position verbringen muss, um eine entsprechende Rendite zu erzielen. Sehr hohe Liquidität im Future. Das ist ja eines der liquidesten Future überhaupt weltweit. Also insofern sind die Ausführungen hier, auch wenn man da mehrere Kontrakte handelt, auch wenn viele Leute zur gleichen Zeit vielleicht den Monatsendeffekt umsetzen, also spielt das überhaupt keine Rolle, dass man da schlechte Ausführungspreise kriegt, weil der Future einfach so unglaublich liquide ist. Und das ist eine einfache Logik, da machen wir uns nichts vor. Das ist wirklich simpel und das versteht jeder. Timing, also wie gesagt, 8 Werktage um das Ende des Monats, ein Alarm pro Monat und jetzt sehen wir hier mal so ein paar Kennzahlen dazu und mal auch ein Beispiel, wie so ein Trade dann läuft. Man geht hier dann rein und man bleibt eben so lange drin, bis sich hier der Hintergrund des Charts einfärbt, Einstieg, Ausstieg, hier unten haben wir die Entwicklung des Kontos bzw. die Entwicklung des Trades, der dann auch sofort in den Gewinn geht, dann ein bisschen seitwärts sich entwickelt, mal wieder ein bisschen abgibt und zum Schluss dann kommt sozusagen der Gewinn rein und dann wird auch wieder ausgestiegen und man hat hier einen Gewinn gemacht. Insgesamt über unsere Auswertung hinweg haben wir 67% Trefferquote mit diesem Effekt. Der mittlere Gewinntrade liegt bei $2.164,24. Wie gesagt, es geht um einen S&P-Future. Mittlerer Verlusttrade $2.046,73. Und hier haben wir eben das Beispiel vom 26. März 2020. Also wir hatten tatsächlich auch schon in 19 erste Trades gemacht. Los ging es dann im Januar 20 und das ist hier jetzt der Trade vom 26.03.2020 mit einem Plus von 272 Punkten, was einem Gewinn von $13.612 im Future entspricht. Das war tatsächlich auch einer der besten Trades, die es gab in der letzten Zeit. Wir schauen uns mal den Backtest über 10 Jahre an zu diesem Effekt im Mini-S&P-Future und wir fügen mal keine Stop-Loss und keine Take-Profits dazu, dann sieht das Bild erstmal ganz grob so aus. Und da haben wir dann die Entwicklung des Kontos, also die sogenannte Equity-Kurve, wie man sie mal so schön nennt, die dann tatsächlich bei Null anfängt. Ja, man fängt also bei Null an und summiert dann Gewinne und Verluste einfach auf. Und das ist dann die grafische Darstellung dessen. Über diese 10 Jahre, über diesen 10-Jahres-Zeitraum ist identisch mit der Kurve, die wir ja vorher schon gesehen haben. Wir sehen eben einen leichteren Anstieg in den Jahren um 12, 13, 14, 15 herum. Und dann jetzt in letzter Zeit ging es doch auch relativ steil nach oben, also sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt. Wie gesagt, hier wird kein Stop-Loss, kein Take-Profit zugefügt. Was würde denn passieren, wenn man das macht? Das werden wir gleich noch uns anschauen. Hier nochmal die Kennzahlen zu diesem 10-Jahres-Backtesting. Das ist ja für viele, glaube ich, auch nochmal interessant. Das einfach mal sehen, wie hat sich das denn über die 10 Jahre jetzt tatsächlich entwickelt. Gesamtbruttogewinn. Also ohne Kosten 100.162,50 $. Es sind 128 Trades gemacht worden, 86 Gewinner, 42 Verlierer, 67,19% Trefferquote.
Der Profitfaktor lag bei 2,17, also sehr, sehr gut. Zeitanteil, wie gesagt, ja, um die 36% ist man also nur im Markt. Und dann haben wir hier $186.000 in der Summe Gewinne gemacht, $85.000 wieder verloren. Heißt also, der mittlere Gewinnträt liegt bei $2.164 und der mittlere Verlustträt bei $2.046.73. Das heißt, wir werden das gleich sehen. Ich zeige das nochmal ganz genau, warum das Hinzufügen von Stops keine besseren Ergebnisse bringt. Das sind die Erkenntnisse aus dem Backtest, die wir über 10 Jahre zu diesem Effekt gemacht haben. Also das Hinzufügen von Stops bringt keine besseren Ergebnisse. Umso größer der Stopp ist, also umso weiter man ihn wegsetzt, ja klar, umso näher kommt man dann auch an das eigentliche Ergebnis, wenn man keinen Stopp setzt. Trades, die drehen, werden durch das Stopp leider Gottes zu früh geschlossen und dadurch werden Gewinner verpasst. Und der maximale Verlust wird begrenzt, zwar, klar, durch den Stopp, und man ist dann auch weniger Zeit im Markt. Aber wie gesagt, die Gefahr besteht, dass man einfach die Gewinne verpasst, weil die Trades zu früh geschlossen werden. Das Dilemma eines Stopps einfach. Ja. Schauen wir es uns hier an. Wenn wir jetzt diesen Trade einfach mal als Beispiel nehmen, ohne Stopp, dann sieht man, dass der sich erstmal sehr, sehr schlecht entwickelt hat. Es ging erstmal rapide abwärts in den Verlust. Zum Schluss dann aber in den letzten Tagen, bevor dann die Glattstellung erfolgte, geht er dann ganz wunderbar in den Gewinn. Wenn man jetzt also hier einen Stopp setzen würde, würde genau das passieren. Ja, wenn wir mal als Beispiel 2% nehmen würden und dann gehst du da rein, wirst ja ausgestoppt. Klassiker, ne? Der Markt fällt noch ein bisschen, da ist man dann froh, dass man ausgestoppt ist. Ja, wunderbar, sehr gut. Und dann guckt man ein paar Tage später rauf und sagt, ach, ja, jetzt ist er doch nach oben gegangen. Als bin ich hier rausgegangen, habe den Verlust realisiert und hätte am Ende sogar einen Gewinn gemacht. Wie ärgerlich, ne? Also das ist die Erkenntnis, die wir hier haben, dass wir gesagt haben, nee, Stopp hinzufügen bringt uns hier nicht weiter, weil wir dann die Ergebnisse erheblich verschlechtern. Und wenn wir dann nochmal in Erinnerung rufen, dass wir ja nur 36% der Zeit im Markt sind, also das Risiko durch die kurze Zeit, durch den kurzen Zeitraum, den wir hier traden, damit verringern, und zwar erheblich, und noch ins Kalkül ziehen, dass es sich ja um ein Portfolio handelt, was hier gehandelt wird, was sich ja auch wieder gegenseitig stabilisiert. Gewinnt der eine, verliert der andere, ist halt das Credo. Und dadurch kriegt man dann stetigere Effekte hin und das dann auch ohne Stopp. Nochmal Erkenntnisse, Hinzufügen von Stops bringt keine besseren Ergebnisse, hatten wir eben schon gehabt. Also das ist genau das, worum es hier in dem Backtest ging. So, jetzt machen wir nochmal den Backtest für 2020 im Mini-S&P Future. Und zwar sehen wir hier das Ergebnis eben über das gesamte Jahr 2020, was übrigens komplett gehandelt wurde in live. Ja, also das sind auch tatsächlich Ergebnisse, die in unseren Depots sich wiederfinden. Wir haben ja auch Musterdepots, die Sie jederzeit auf der Seite einsehen können. Ne, investui.de ist da die entsprechende Adresse. Da können Sie also jederzeit raufgucken und sich mal informieren darüber, wie die einzelnen Positionen stehen oder wie auch die Live-Trades sind oder wie auch die Trades abgeschlossen haben im laufenden Live-Handel. Also natürlich werden alle Ergebnisse auch veröffentlicht, wenn der Trade geschlossen ist. Hier also der Backtest für die Mini-S&P und auch hier wieder die Kennzahlen. $37.725 Bruttogewinn, Gesamtzahl der Trades 12, logischerweise für 12 Monate, 10 Gewinntrades, nur 2 Verlierer gab es im Jahr 2020. Das ist eine Wahnsinnstrefferquote von 83,33%. Das wird nicht immer so laufen, aber das ist natürlich schon sehr beeindruckend. Über 80% Trefferquote, enorm. Profitfaktor sogar bei 3,39, also sehr viel höher, als wir es über den gesamten Backtest gesehen haben. Da waren es ja 2,4. Zeitanteil im Markt ist leicht höher bei 37%, aber das pendelt immer so ein bisschen, ja, 36-37%. Und Sie sehen hier, der mittlere Gewinntrade lag sogar bei $5.348 und der mittlere Verlusttrade, der war sogar höher. Der war bei $7.881. Das ist also dann auch wiederum interessant und deshalb
macht man eben diesen Gewinn, weil die Trefferquote so hoch ist. Also dadurch gleicht sich das eben wieder aus. Das ist die Formel der Gewinnwahrscheinlichkeit, die das einfach hergibt. Also deswegen haben wir auch 2020 hier nochmal aufgenommen, um mal den Monatsendeffekt genauer zu beleuchten und ihn etwas genauer zu erklären. Es war tatsächlich das Jahr der Extreme. Ja, es ist der stabilste Effekt, das haben wir gesehen, aber gerade 2020 war es unglaublich extrem. Insgesamt extrem erfolgreich, zwar mit einem Bruttogewinn von $37.000, aber der größte Verlustrate, trat dann auch tatsächlich, auch wenn man die Backtests mit einbezieht, der trat dann tatsächlich im Februar auf mit minus 272 Punkten oder $13.625 Verlust. Und kurioserweise der größte Gewinn trägt direkt im Monat danach, auch auf den Punkt, ne? 272,25 Punkte im Gewinn. Also das, was er verloren hat im Februar, hat er komplett im März wieder aufgeholt, bis auf einen Viertelpunkt. Das ist schon wirklich beeindruckend und statistische Besonderheit hier, jeweils die größten Trades über den gesamten Beobachtungszeitraum von mehr als 10 Jahren mit nahezu identischer Größe, unmittelbar nacheinander. Also wer will das verstehen? Ne? Das ist schon, das ist Börse pur einfach, wenn so eine kuriosen Sachen passieren, wo man sagen kann, ja, und da gibt es ja den berühmten Spruch, die Börse geht immer den Weg des größten Schmerzes. Ja, wenn das hier nicht zutrifft, weiß ich auch nicht mehr. Also insofern schon echt interessant, was da so passiert. Hier sehen wir nochmal den Unterschied zwischen der Performance, wenn man den End of Month wirklich so tradet, wie er vorgesehen ist, also in dem vorgesehenen Timing. Und wenn man jetzt den Rest der Zeit investiert ist, dann sehen wir doch klaren Vorteil zugunsten des End of Month. Man ist weniger Zeit investiert, man hat weniger Risiko und man hat am Ende mehr Rendite. Also von allem das Beste. 4 Instrumente, 4 Strategien, eine Teamleistung, das steht immer über allem. Ja, wir haben über diese Gesamt-Equity-Kurve und hier sieht man, da in dem grünen Bereich ging es los. Das ist ja alles Backtest. In dem grünen Bereich ging es los mit dem Live-Trading, also die absolute Team-Gesamtleistung oder gemeinsame Glanzleistung, so eben durch die Zusammenfassung aller 4 Strategien zu einem Portfolio. Und hier sieht man nochmal, das ist, finde ich, auch sehr spannend, wie dieser Portfolio-Effekt eigentlich wirkt. Also nochmal sehr schön dargestellt von 2010 bis Ende 2020. Hier nochmal alle Ergebnisse zusammengefasst. Da sieht man hier sehr, sehr schön, dass wir dass hier zum Beispiel 2010 der Friday Gold Rush einen hohen Anteil am Gewinn hatte, dass der Pound Shorter auch sehr, sehr gut performt hat, dass aber der Turnaround Tuesday zum Beispiel in 2010 nicht so die große Rolle gespielt hat und auch nicht der End of Month, so wie wir es jetzt gesehen haben. Ne? Dazu der ganze Kontrast in 2020, ne, der End of Month hat eben den größten Anteil, dann der Turnaround Tuesday, dann der Friday Gold Rush und der Pound Shorter hat sogar kleinere Verluste eingefahren. Und daran sieht man eben, wie wichtig es ist, alle 4 zusammenzupacken und alle 4 Strategien gleichzeitig zu handeln, weil ich weiß es im Vorhinein nicht, wer wird denn der Gewinner in diesem Jahr sein? Ja, ist es wie hier der Friday Gold Rush oder ist es wie hier der End of Month? Also mir bleibt gar nichts anderes übrig, als das konsequent so umzusetzen. Hier nochmal der Vergleich zu den Basiswerten S&P und DAX, also als Benchmark-Vergleich, wenn man so will, für die letzten 5 Jahre, sieht man auch hier wunderbar, wie er nach oben läuft. Und wenn man dann dagegen sieht, der S&P, ja, sogar noch ein klein bisschen besser als der FDAX, haben die da aber deutlich schlechter abgeschnitten als Investory an sich. Ne? Also das ist nicht nur der End of Month, sondern das ist hier auch die gesamte Kurve, ne? Also die gesamte Performance-Kurve von Investory. Da sieht man also, dass diese Zusammenfassung dieser 4 Strategien auch im Benchmark-Vergleich einfach besser abschneidet und damit seine Berechtigung hat. So, kommen wir nochmal zu den Prinzipien. Wie setzt man das denn eigentlich um in der Praxis? Diese Erkenntnis haben wir ja nun deutlich gemacht, dass wir mit 4 verschiedenen Kalendereffekten genau das erreichen können, was ich mir die ganze Zeit erzählt habe und gezeigt habe. Es ist super einfach.
Sie können also mit einem Klick pro E-Mail-Alarm den Trade direkt umsetzen. Das passiert dann in Ihrem Konto von unserer Seite. Es ist keine umfangreiche Analyse notwendig. Sie müssen keine komplizierten Positionsgrößenberechnungen vornehmen. Und es ist auch keine Handelsplattform notwendig. Also Sie müssen auch keine Plattform lernen. Sie müssen keine Strategien lernen. Sie müssen nichts entwickeln. Sie müssen auch nichts testen. Und ganz wichtig, wer wenig Zeit hat, für den ist sowas natürlich das Beste überhaupt. Weil zum Traden und zum aktiven Traden braucht man Zeit. Und wer die nicht hat, der hat dann einfach ein Problem. Und das einfach mal so nebenbei zu machen, ist immer eher gefährlich. Würde ich die Finger davon lassen. Es ist transparent. Ja, Sie sehen also hier oben auch nochmal diese kleinen Charts. Das ist das, was wir immer wieder auch veröffentlichen auf der Webseite. So kleinere Gewinn- und Verlustprofile oder auch die Zusammenfassung der Kurve. Übrigens, jeder Kunde, der das auch mittradet, der bekommt so einen Chart von uns auch immer wieder regelmäßig zur Verfügung gestellt, wo das Nettoergebnis seines individuellen Kontos dargestellt ist. Ja, also jeder Kunde hat sozusagen seinen eigenen Chart. Ist ja auch logisch, weil jeder Kunde andere, unter Umständen andere Ausführungspreise hat und andere Trades. Speziell, wenn es geklickt wird, kann sich das unterscheiden. Aber hier sieht man dann, und das ist übrigens dann nach Kosten, die Zusammenfassung, die jeder Kunde bekommt. Das Ganze basiert auf wissenschaftlichen Studien. Es ist also nichts, was sich irgendjemand mal hier ausgedacht hat in unserem Haus und gesagt hat, oh, das traden wir jetzt einfach mal oder irgendwelche Analysten setzen sich hin oder man macht wöchentliche Treffen und vereinbart dann, wie man die Woche gestaltet, was das Trading betrifft. Nein, es ist alles völlig skalierbar und auch nachhaltig, weil es eben auf wissenschaftlichen Studien beruht und weil es eben ein Konzept ist, was zu völlig starren und klaren Zeiten immer wieder funktioniert. Klares und einfaches, nachvollziehbares Konzept. Offene Positionen sind in Echtzeit einsehbar. Man kriegt tägliche Kontoauszüge und es gibt auch Echtgeldmusterdepots auf der Seite, wo man sich das Ganze immer wieder anschauen kann. Dann ist es auch noch kostengünstig. Das heißt, die Setup-Gebühr von 99 Euro, die gibt es im Moment nicht. Als aktuelles Angebot kann man also so ein Konto mit 0 Euro eröffnen. Man muss es dann nur kapitalisieren. Zwei Möglichkeiten hat man. Man kann Future-Konten eröffnen, also mit Futures das Ganze handeln. Man kann das Ganze auch mit CFD-Forex-Konten handeln. Die Mindesteinlage ist für das CFD-Konto 5.000 Euro, für das Future-Konto 10.000 Euro. Und Sie sehen, alles, was anfällt, ist die Ordergebühr von $4,99 oder $4,99 pro Future und pro Order. Beim Future wird ja noch pro Kontrakt abgerechnet. Beim CFD sind es einfach nur pauschal $4,99 oder $4,99, je nachdem, welcher Markt getradet wurde und in welcher Währung dieser Markt gehandelt wird. Also es ist ein knapper Zehner pro Trade, der hier an Ordergebühren anfällt. Und das ist dann auch erstmal alles, weil zusätzlich entstehen keine weiteren Kosten, keine Einstiegs-, Austritts-, Verwaltungsgebühr, Abos, Plattformen, Alarme, Sonstiges. Nur wenn eine Strategie am Ende des Jahres, und zwar individuell pro Kunde betrachtet, nach dem individuellen Chart, nach Kosten profitabel war, dann wird auf diesen Gewinn, auf den Gewinn nach Kosten 2% praktisch für die Alarme in Rechnung gestellt im Nachhinein. Und das ist es dann auch. Wir haben einige Neuerungen jetzt auch noch eingeführt. Es gibt einen sogenannten Simulator, ja, wo man also mal ein bisschen simulieren kann, wie das Ganze funktioniert. Und das Wichtige ist, und deswegen ist das auch jetzt so erfolgreich gewesen, deswegen haben wir auch nur 24% aller Kunden, die Geld im CFD-Bereich damit verlieren, weil wir jetzt die Vermögensverwaltung eingeführt haben. Das ist jetzt so seit ein paar Monaten der Fall, dass man uns also das Mandat erteilen kann und wir führen dann alle Trades, alle Signale konsequent durch, so wie sich das gehört, sodass man also nichts verpasst, nichts auslässt und da auch da keine Fehler macht einfach. Die offenen Positionen sind einsehbar, die vergangenen Positionen sind einsehbar, es gibt Musterdepots. Es gibt einen Abschnitt für Neuigkeiten, wo Sie nochmal Neues erfahren rund um das Thema Investui. Und es gibt auch die Möglichkeit, eine Demo zu bekommen. Und das ist eben auch eine ziemlich coole Sache, weil man da entsprechend sich das mal 14 Tage anschauen kann. In dem Sinne, dass man die Alarme bekommt und dann einfach mal
das Ganze live verfolgen. Das macht ja dann doch mehr Sinn und mehr Spaß, als wenn man eben auf Vergangenheitsdaten schaut und das Ganze wirklich mal in Echtzeit erlebt. Ja, Referenzen haben wir auch von vielen, vielen Menschen, die ja auch hier auf der WOT vertreten sind. Carsten Umland, ne, sagt, Investui ist eine interessante Einstiegsmöglichkeit für jemanden, der einfach mal Interesse an der Börse hat und vielleicht noch selber nicht so richtig weiß, wie er vorgehen soll. Dr. Raimund Schrieg, darauf habe ich lange gewartet. Investui verfolgt ein klares Konzept, es einfach umzusetzen. Dann haben wir noch BrokerDeal, Deutschlands großes Vergleichsportal. Bisher erfüllt nur äußerst wenige Produkte und Anbieter unsere strengen Kriterien nach Track Record, Transparenz, Kosten. Dem langjährigen Partnerbroker via Selfinvest ist jetzt mit Investui eines dieser seltenen Kunststücke gelungen. Und André Stange sagt, Börsenerfolg kann ganz einfach sein, gute Strategien dauerhaft umsetzen. Genau dieses Konzept verfolgt Investui und da ist er ja nun auch wirklich prädestiniert für, weil er ja auch diese Strategien selber anwendet und auch veröffentlicht und auch propagiert. Dann gibt es noch aus der Presse entsprechende Zitate. Die Welt hat im August 2020 über Investui geschrieben, investieren mit Markteffekten bringt erstaunliche Renditen. Die Euro am Sonntag. Testsieger, ja, August 2020, kommt zum Schluss. Sieger ist wiederum via Selfinvest das vierte Jahr in Folge. Respekt, ne? Also haben wir den CFD-Broker-Test erfolgreich abgeschlossen und als Sieger abgeschlossen vor allen Dingen. Und Finanzen.net sagt, Investui sticht in einem Vergleich mit anderen Online-Brokern deutlich heraus. Grund dafür ist die Art und Weise, wie die Plattform Investitionen möglich macht. Kein anderer Anbieter arbeitet mit E-Mail-Alarmen, die es möglich machen, eine Position mit einem Klick zu eröffnen. Damals gab es halt die Vermögensverwaltung noch nicht. Also deswegen bezieht sich das Ganze immer auf den E-Mail-Klick. So, jetzt will ich mal kurz die Präsentation nochmal stoppen und würde ganz gerne auf die Webseite gehen. Das müsste so funktionieren. Ich hoffe, dass das jetzt umspringt. Dauert immer einen Moment. Und zwar möchte ich Ihnen zeigen, auf der Seite investui.de, da müsste es jetzt auch sein, unser Transparenzversprechen. Ja, wir haben hier die aktuellen Live-Trades, die aktuelle Position. Und ich habe ja gesagt, wir sind im Gold gerade investiert. Der Friday Gold Rush läuft. Der ist also gestern hier eingestiegen, ist dann erstmal schön in den Gewinn gelaufen. Dann ging es nach unten, dann wieder nach oben. Und also man sieht hier so ein bisschen Ping-Pong. Im Moment sind wir mit einem Mikrogold im Dezember, in der Dezemberfälligkeit mit 40 US-Dollar plus, also immer noch so um plus minus null. Schauen wir mal, wie es heute Abend dann aussieht. Also um 21 Uhr wird diese Position ja dann geschlossen. Das können Sie hier, Sie sehen, wie sich das auch verändert, immer in Echtzeit tatsächlich nachverfolgen. Und dann gibt es hier noch unsere Musterdepots und dann ja, auch verschiedene Risikoklassen. Das orientiert sich dann immer daran, wie hoch die Positionsgröße ist und wie hoch auch das Kapital auf dem Konto ist. Da gibt es das moderate Risiko und da haben wir in 2020 33,1% Nettorendite erzielt. Und im aggressiven Risiko haben wir immerhin, also das ist dann aber auch schon sehr aggressiv, wenn man auch sieht, dass es hohe Schwankungen gibt, na, da sind wir dann sogar bei 157,2%. Ich finde die 33 schon sehr beeindruckend dadurch, dass man einfach zu einer bestimmten Zeit in einem bestimmten Markt das Jahr über ist und auch eine ganze Weile gar nicht im Markt investiert ist. Dafür finde ich das schon echt extrem gut. Und wir sehen, seitdem es Investui im Live-Betrieb gibt, seit Anfang 2020 sehen Sie jetzt hier das aktuelle Ergebnis plus 56,9%, eben seit 1. Januar 2020. Das ist schon echt cool. Ein Future-Konto, was mit 25.000 Euro angefangen hat, liegt jetzt bei 39.225 Euro. Und ein CFD-Konto, da sind wir mit 27,2% im Gewinn, was mit 10.000 Euro angefangen hat, liegt bei 12.719 Euro. Also, und Sie sehen das auch hier, tatsächlich jeder einzelne Trade wird hier ganz minutiös aufgelistet. Mit dem entsprechenden Profil und mit dem entsprechenden Ergebnis alles komplett nachvollziehbar. Sie können auch die Studieneinsätze sehen, auf das das beruht. Und insofern ist das echt eine coole Sache. Eine letzte Sache noch. Gehen wir mal hier rauf. Genau. Da haben wir hier noch eine sehr interessante Tabelle. Damit können Sie nämlich nachvollziehen, wie diese verschiedenen Risikoklassen sich ableiten.
ne, defensiv, moderat und aggressiv. Diese drei Klassen gibt es. Und ich hatte ja gesagt, es ist ein Zusammenspiel aus der Kontogröße, also dem Kapital, was man auf dem Konto hat, und der Positionsgröße. Ja? Wenn Sie 10.000 Euro zum Beispiel, die Mindesteinlage auf dem Future-Konto haben, dann sind Sie automatisch aggressiv unterwegs, weil einfach 10.000 Euro hier ja das Minimum sind, weil wir dann mit einem Mini-DAX unterwegs sind, zwei Mikro-Gold, zwei Mikro-S&P und einem Pfund US-Dollar-Future. Ins Moderate kann man dann schon wechseln, ab 25.000 Euro im Future oder ab 20.000 Euro im CFD. Und da sieht man dann eben die passenden Positionsgrößen dazu. Darauf beruht übrigens auch das Musterdepot, was hier immer wieder veröffentlicht wurde, und auch die Positionsgrößen, die Sie in Echtzeit sehen. Und genauso im CFD, moderates Risiko mit 10.000 Euro, ist dann das Musterdepot. Also Sie sehen, es ist schon sehr, sehr ausgeklügelt, sehr, sehr durchdacht. Und ich kann Sie nur einladen, gehen Sie einfach mal auf investui.de und informieren Sie sich einfach darüber. Es ist wirklich spannend und es ist wirklich erstaunlich, was da alles hinter diesen Markteffekten steht. Sie können sich anmelden zu einem Webinar, auch um das mal zu verfolgen. Sie können natürlich die Demo nehmen, Sie können Newsletter bestellen. Also alles ist möglich sozusagen. Ja, und das ist das, was ich Ihnen heute zum Thema mit Markteffekten und Rendite, also mit Markteffekten zur Rendite sagen wollte und erzählen wollte. Und jetzt bin ich auf die Fragen gespannt. Und da ist der Manuel auch schon. Ja, Stefan, ich bin auch wieder zurück. Habe in der Zwischenzeit auch ein bisschen was gegessen. Aber das ist gut. Den Hunger gestillt. Ja, Essen war super. Die Frühlingsrollen haben geschmeckt. Sehr gut. Aber kommen wir hier zu den wichtigen Fragen unserer Zuschauer. Alex schreibt, wie sind die Konditionen bei der Vermögensverwaltung, Mindesteinzahlung und Gebühren? Na, die Gebühren sind gleich. Ne? Also so wie ich es auch eben schon gezeigt habe, es ist die Ordergebühren und es ist dann, falls es eben zu einem, wenn ein Effekt im Gewinn ist, dann kommen diese 2% zum Ansatz. Und die Mindesteinlage ist bei der Vermögensverwaltung 10.000 Euro. Also da muss man auf jeden Fall mit 10.000 Euro starten, sowohl im Future als auch im CFD. Dann sagt der Ottmar etwas kritisch, Investui wäre ja eine gute Sache, aber die Nachschusspflicht schreckt mich ab. Was sagst du dazu? Da müssen wir unterscheiden. Ne? Es gibt ja einmal die Möglichkeit, das mit CFDs zu machen und einmal mit Futures. Bei Futures gebe ich Ihnen recht, da ist es so, dass es eine unbegrenzte Nachschusspflicht gibt. Das haben wir natürlich im Auge und wir haben unser Riskmanagement, was ja auch für den normalen Trading-Bereich zum Einsatz kommt. Das läuft natürlich auch darüber. Es kommt natürlich auch darauf an, in welcher Risikoklasse man einfach unterwegs ist. Ne? Also wer eben das Risiko klein halten will, der sollte eben defensiv unterwegs sein oder moderat und auf keinen Fall aggressiv, weil da kann das dann immer passieren, dass das Ganze eben mal schief geht. Aber wie gesagt, beim CFD gibt es das ja nicht. Ja? Im CFD gibt es keine Nachschusspflicht. Da ist es ja so, dass man nicht mehr verlieren kann als das Kapital. Und bis jetzt ist es auch wirklich super gut gelaufen. Also wie gesagt, 24% der Kunden haben bisher nur verloren. Also der Umkehrschluss ist, 76% haben gewonnen. Also insofern ist das eigentlich kein Thema. Und Jürgen fragt, ob er nochmal die Linkliste sehen könnte. Er kann natürlich auch sich das Video gerne nochmal später anschauen, aber falls du die gerade noch da hast, ich weiß nicht, ob das... Die Linkliste, was meint er mit der Linkliste? Ja, Jürgen, falls du das hörst, schreib gerne... Das wäre nochmal cool, weil... Genau, ich wusste jetzt gar nicht, dass ich da großartig jetzt Links gezeigt habe, aber auf jeden Fall, wie gesagt, die ganzen Informationen zu dem Ganzen, was ich eben vorgestellt habe, findet man wirklich komplett auf investui.de. Da würde ich auch einfach nochmal schauen, dann bei den einzelnen Strategien, vielleicht meint er das, da gibt es dann die Links zu den einzelnen Studien. Ja? Da kann man sich mal so ein bisschen durchklicken und dann findet man unter anderem die Studie von Zwinkels, aber auch noch von vielen anderen mehr. Dann haben wir eine weitere Frage von Piotr. Er fragt, wie wird das besteuert? Führen Sie die Steuern ab? Bei WH Self-Invest ist es grundsätzlich so, dass wir keine Steuern abführen und dass wir auch laut unseren AGBs uns nicht um die steuerlichen Dinge der Kunden insofern kümmern, dass wir da irgendwas tun. Dafür ist jeder Kunde selbstverantwortlich. Was er aber bekommen kann, der Kunde, ist einmal jährlich eine Erträglichkeitsaufstellung, die das
gesamte zurückliegende Steuerjahr sozusagen tradingtechnisch abbildet. Und das kann man dann für die Steuererklärung nutzen. Das gibt es dann schon und die ist auch kostenfrei. Ja, wunderbar. Stefan, vielen, vielen Dank für die ganzen Infos und deinen Vortrag. Hast du noch mal so den letzten Tipp, die letzten Sätze, die du vielleicht den Anlegern, Tradern mit auf den Weg geben willst? Naja, hier kam ja jetzt deutlich zum Ausdruck, dass es mehrere Prinzipien sind, die zum Erfolg im Trading führen. Das erste ist, dass man nicht die gesamte Zeit im Markt verbringt und sozusagen alle Wellen mitnimmt, die der Markt produziert. Das zweite ist der Diversifikationseffekt, der ganz wichtig ist, dass man eben nicht alle Eier in einen Korb legt, sondern möglichst aufteilt. Und das tun wir ja hier, indem wir verschiedene Strategien miteinander kombinieren, die alle ihre Stärken und natürlich auch ihre Schwächen haben. Aber eben die Kombination dieser Stärken und Schwächen führt eben dazu, dass es dann langfristig nach oben geht und das Geld verdient wird. Und das ist eben das ganz Entscheidende. Und natürlich muss man das Risiko auch im Griff haben. Das ist völlig klar. Ohne Risikomanagement geht es beim Trading nicht. Also das wird man in jedem Vortrag hier auf der WOT hören. Und insofern geht es hier um zwei Dinge. Auch wieder die Diversifikation und der Zeiteffekt. Der ist nicht zu unterschätzen, dass man das Kapital eben tatsächlich nur kurze Zeit im Markt hat. Das längste ist wirklich dieser End-of-Month-Effekt, der da ein paar Tage im Markt ist. Aber die anderen Strategien, ne, der Pound-Shorter ist intraday sogar nur im Markt und die anderen sind eben einen Tag oder 30 Stunden mal im Markt. Also das ist alles noch im Rahmen sozusagen. Das sind so die Sachen, die man so ein bisschen auf dem Schirm haben muss. Und was ich auch so interessant finde an diesen Markteffekten, es geht ja nicht darum, jetzt hier zu analysieren, ist der Markt gerade in einem Trend oder bin ich seitwärts oder was habe ich eigentlich für fundamentale Daten, wie ist die Wirtschaft aufgestellt, gibt es die nächste Wahl? Das spielt ja alles keine Rolle. Es geht ja wirklich nur stur darum, diese Effekte auszunutzen, weil sie regelmäßig als Muster wieder auftreten. Und das ist einfach eine tolle Geschichte. Stefan, da habe ich gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich danke dir auf jeden Fall von Berlin nach fast Berlin. Jawohl. Wirst du auch gleich noch ein bisschen weiter das Programm hier auf der WOT schauen? Ich werde noch ein bisschen schauen. Ich habe allerdings heute Nachmittag noch eine wichtige Verabredung, denn es gibt hier in Berlin tatsächlich den ersten Börsentag, der morgen stattfindet. Und das ist mal eine Präsenzveranstaltung. Da sind wir ja völlig von der Rolle sozusagen, dass das wieder geht. Und da werde ich auf jeden Fall auch noch mal vorbeischauen und gucken, ob ich den einen oder anderen Kollegen mal erhasche, um mal wieder ein Gespräch so unter vier Augen führen zu können. Ja. Das wünsche ich dir sehr. Ich hoffe, es sind genug Leute da, dass die nicht alle hier nur auf der World of Trading sind. Wir freuen uns natürlich über die Zuschauer hier. Na klar. Aber das kann man ja hybrid machen. Man kann ja auf dem Handy euch verfolgen und dann trotzdem vor Ort sein. Das geht ja alles heutzutage. Den Ansatz, Stefan, den finde ich sehr gut. So machen wir das auf jeden Fall. Stefan Fröhlich war das von der WH Self Invest. Stefan, alles Gute, wünsche dir viel Spaß und bis bald wieder. Alles klar, mach's gut und hoffentlich das nächste Mal wieder face to face. Absolut, absolut. Wer den Vortrag von Stefan nochmal nachschauen möchte, der kann sich oben in das Feld eintragen, in den Newsletter. Dann kommen auch da die Infos zu den Videos. Die gehen in den nächsten Tagen online und man kann alles nochmal auch in Ruhe nachschauen, was Stefan erzählt hat und natürlich auch alle anderen Teilnehmer.